kaufen. So. Jawohl, hier haben wir ja dann die Arbeitsfläche. Komm, hier was weg muss, muss weg. Alles nur im Weg. Ich will hier unten Luft haben. Einen schönen freien Blick. Hier so ein verwinkeltes etwas. So. Okay, damit haben wir wieder Cobblestone beisammen. So, das Glas haben wir auch abgeholt. Eine Tür sollten wir uns vielleicht noch machen, bevor wir ja gar keinen Platz mehr im Inventory haben. So, wunderbar, es ist draußen wieder Tag. Und zack, zack. Ja, eigentlich wäre eine doppelte Tür gar nicht so verkehrt. Wir machen hier aber trotzdem einfach eine einfache. Und zwar setzen wir die hier hin, dann geht es gleich die Treppe rauf und runter. Setzen wir sie hier hin, von der Wegbreite her passt das, dass wir die hier hinsetzen können. Und dann können wir uns hier schon mal die Grundreihe der Pyramide mit Cobblestone legen. So. Das sieht doch schon mal nach was aus. Einfach noch eine zweite Tür. Das ist ja nun nicht wie bei armen Leuten hier. So. Damit das auch schön symmetrisch aussieht. Denn das sieht immer einen Tick besser aus, als wenn man es so frei einfach in die Gegend reinknötert. So, dann geht's jetzt an die Steine. Denn ich möchte eigentlich schon hier anfangen, das nach innen zu ziehen, damit das Dach nicht allzu hoch wird. Allerdings habe ich auf der Ebene ja immer noch eigentlich immer Glas dabei. Traditionellerweise ein rechts und links neben der Tür. So, und dann haben wir noch drei Seiten und passenderweise 9 Steine übrig. Wobei es sich hier eigentlich nicht lohnt, ein Fenster hinzusetzen. Guck mal eh nur aufs Gras. Machen wir, ja, hier haben wir noch den Mineneingang. Zack, zack, da 2. Und, da, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Da lang haben wir den schöneren Ausblick. Das setzen wir mal ran. Und hier. Das ist doch schon mal ganz schnuckelig. So. Das Dach wird dann natürlich doch da anfangen. Das heißt, ich kann aber hier erstmal so und so das hinsetzen. Das wäre schon mal was.
Entschuldigung. Das müsste sich irgendwie ziehen lassen, dass das eine Pyramide wird. Zumindest pyramidenförmig. Hier ansetze. Das entwickelt sich. So, hier kommt einfach Cobblestone hin, denn da ist ja nachher sowieso Erde. Das hier hinsetzen. Halt mal. Und hier ist natürlich. Fügt sich doch schon mal. Das hat doch schon mal was. Von innen Licht in die Angelegenheit. Das hat doch auch erstmal was. So. Ich mache hier erstmal ein Päuschen und sehe zu, dass ich meine Nase wieder frei kriege und meinen Hals ein bisschen in Ordnung bringe. Kleinen Moment. So, ich habe mir zwischendurch nochmal einen Pfefferminztee durch die Nase gezogen. Das hat ein bisschen geholfen. Wir brauchen jetzt allerdings wieder Cobblestones und dann daraus diese Halfstones, um daraus weiteres Baumaterial zu machen. So, die hier muss auch noch großräumig weg. So, dann schauen wir mal weiter. Gehen wir noch ein bisschen auf Erkundungsgang. Hier können wir noch die ganze Erde ein bisschen reinklopfen, die wir hier rumzufliegen haben. Was weg ist, ist weg. Das Glas räumen wir mal aus dem Inventory raus. Und legen uns dafür die Cobblestones hin. Dirt haben wir immer dabei, falls wir uns irgendwo eine kleine Nottreppe bauen müssen. So, die hier klopfen wir noch weg. Den auch. Dann kommt da noch etwas Beleuchtung hin. So, und dann schauen wir uns mal noch etwas weiter um. Was man hier so sieht und findet. Da haben wir Gravel. Oh, da geht es ja noch tiefer. Ist ja nicht uninteressant. Mal versuchen, da ein bisschen Licht reinzukriegen. Meine Fresse. Na, aber hallo. Es geht abwärts. Da wollen wir aber erstmal noch nicht hin. Das heben wir uns noch ein bisschen auf. Vor allen Dingen muss man sich da erstmal auch einen Weg nach unten bahnen, dass man da runterkommt, ohne sich die Knochen zu brechen.
Wir sorgen hier einfach mal noch für ein bisschen Beleuchtung. Und Übersicht. So. Oh, die Strecke kann ich auch gleich weg. Ach, da haben wir dann auch Flintstone, dass wir uns neue Pfeile machen können. So, hier hinten hatten wir ja Lava. Da drücken wir auch gleich mal ein bisschen Erde hin. Nicht, dass wir uns hier noch die Füße verbrennen. Wo kommst du denn da oben her? Naja, gut, den kann man notfalls auch noch leicht zumachen. Das ist dann nicht so das Problem. So. Da scheint es noch nach oben weiter zu gehen. Schauen wir uns mal ein bisschen in die Richtung um. Vor allen Dingen, weil wir dann hier noch ein bisschen Stein wegklopfen müssen. Und was sehen meine entzündeten Augen? Da hinten. Ein Zombie. Komm her, Junge. Ich habe alles, was du brauchst. Jetzt ist das mit dem Untotsein vorbei. Das sieht ja hier auch mächtig interessant aus. Meine Fresse. Was habe ich mir da bloß angetan? Dass ich unbedingt sagte, ich will hier noch mal die Höhle erkunden. Das ist ja wieder so ein riesiger Komplex. Jawollo. Und noch ein Gang und noch eine Höhle und... Hast du nicht gesehen? Ich glaub's ja fast nicht. Ist ja unglaublich. So ein Riesentrum. Schauen wir mal, wo wir hier. Gut, machen wir hier erstmal den Weg frei. Schauen wir mal Reifeisenbank. Wir machen den Weg frei. Holen uns hier. Bisschen Baumaterial aus den Ecken raus. Na, das ist ja ein Ding hier. Ich glaub's ja nicht. Meine Fresse, es ist ja schon immer wieder erstaunlich, was die Software hier hinstellt an Höhlen. Das muss man sich ja auch mal antun. Also der Levelgenerator beim ersten Diablo, der war ja schon gut, einfach weil immer wieder andere Höhlen kamen und das trotzdem alles funktionierte mit den Ausgängen und alles. Aber das ist hier ja noch ein Zacken schärfer. So. Frage. Ah ja, da ist es grün. Da müsste doch der Ausgang sein. Das ist aber nicht der Ausgang, den ich gebaut habe, sondern ein ganz anderer. Na, das ist ja nett. So. Wo geht's jetzt zurück zu meiner Hütte, die ich jetzt eigentlich weiterbauen möchte? Abwärts. So. Ach, bin ich schon so voll, dass ich nichts mehr mitnehmen kann? Tatsache. Dann wird es umso mehr Zeit. Gottes Willen. War ich hier nicht schon mal gerade? Das gibt's doch nicht. Na, jedenfalls ist es oben Tag. Das macht die Sache doch einfach. Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Das dürfte ja nicht allzu weit von unserer Baustelle sein.